תורשת קשרים, כי יפלא ממך דבר, בין דם לדם, בין דין לדין. Wenn du einen Zweifel hast in einem Gesetz zwischen Blut und Blut zu unterscheiden oder zwischen Gesetz und Gesetz zu unterscheiden, dann sollst du gehen zu dem Richter, welcher wird sein in deiner Zeit. Wie wir wissen, die Tora schreibt keine Wörter umsonst. Wenn du einen Zweifel hast und weißt nicht, was zu tun ist, dann sollst du gehen zu dem Richter, welcher wird sein in deiner Zeit. Welcher wird sein in deiner Zeit? Das ist, glaube ich, überflüssig. Sicher werden wir nicht gehen zu einem Rabbiner, der in der Zukunft sein wird. Und schon gar nicht zu einem Rabbiner, der in der Vergangenheit war. Wieso muss die Tora ausdrücklich schreiben, welcher wird sein in deiner Zeit? Sondern es kann sein, jemand wird sagen, ja, ich werde das machen, was der Rabbiner mir sagt. Alles, was er sagt, ist heilig, aber wen hat die Tora damit gemeint? Welchen Rabbiner? Rabbiner, so wie Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Akiva, große Rabbiner, die damals waren. Oder auch nicht so damals, Rambam, der Maimonides, Rabbi Yosef Karo, auch noch ein bisschen später, Achida, Chafetz Chaim. Aber heute, 2014, nun, wirklich, das sind nicht die damaligen, dem muss ich jetzt zuhören und er soll mir sagen, was ich zu tun habe. Sagt die Tora, genau ja. Zu jeder Generation gibt es die Rabbiner, die passen zu dieser Generation. Und deswegen, in dieser Generation, in diesem Jahr 2014, da musst du zuhören, dem Rabbiner, auch wenn er nicht so groß ist wie die vorigen Rabbiner, da musst du zuhören, den Rabbiner, der jetzt in deiner Generation lebt.